Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute habe ich einen kleinen Beauty Haul. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich war im DM und in Rossmann und ich habe mir ein paar hübsche Dinge mitgenommen. Und zwar legen wir jetzt einfach mal los mit Rossmann. Und zwar habe ich mitgenommen ein Aroma-Pflegeschaumbad. genau, von der Firma Kneipp. Und es war in der Duftrichtung Lavendel, Vanille, Abendblume. Ja, Lavendel, wer meine Videos schaut, weiß, dass ich ein großer Lavendel-Fan bin. Und ja, Badeschaum ist uns alle gegangen. Und deswegen habe ich das hier mitgenommen. Es ist ja kein purer Lavendelduft, aber es riecht wunderbar, sehr beruhigend. Und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass meine Kinder das auch mögen werden in der Badewanne abends. Und dass sie danach wirklich sehr, sehr gut schlafen können, damit es nicht bei diesem Duschschaum bleibt. Ich bin auch ein sehr großer Fan. Das ist immer so ein starkes Wort. Ich mag einfach auch Badesalze und deswegen habe ich mir 3 Isana Badesalze mitgenommen und zwar in der Duftrichtung Lavendelöl und Vanille. Ich weiß jetzt nicht, wie die Badesalze von Isana so sind. Ich nutze eigentlich immer regelmäßig die von Dresdner Essenz. Aber ja, Lavendelöl hat mich sehr angesprochen und von daher mussten dann 3 Sachets mit. Bleiben wir doch einfach mal bei dem Lavendel. Ich hatte keine Seife mehr, keine Stückseife. Ich nutze lieber Stückseife statt Flüssigseife und einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass Stückseife sauberer macht. Genau, und deswegen habe ich mir von Altera Naturkosmetik die reine Pflanzenölseife Lavendel mitgenommen mit Provence Lavendelöl. Ich habe dran gerochen und ich musste sie mitnehmen, weil sie einen richtig tollen Lavendelduft hat, nicht so stark. Aber ja, ich mag diesen Duft einfach und wenn ich irgendein Produkt sehe mit Lavendel, muss es mit. Dann ist mein Shampoo ausgegangen. Und zwar habe ich mir das hier nachgekauft und zwar ist das von der Firma I+M Berlin Naturkosmetik. Das ist ein Shampoo in der Duftrichtung Zitrone und ich finde diese Pumpvorrichtung ganz praktisch, weil meine Kinder das auch dann super nutzen können. Nicht, dass sie jetzt mit Shampooflaschen nicht umgehen könnten, aber sie machen die einfach schneller leer, weil sie ihre Haare mittlerweile auch selber waschen können. Und von daher dachte ich, nehme ich das mit und ich muss sagen, auch die Shampoos von der Firma I+M, ich finde die richtig gut. Ja, die sind jetzt nicht im Vergleich zu Balea oder Isana nicht günstig, aber es ist eine Naturkosmetikfirma mit einem fairen Hintergrund, mit einem super Firmenkonzept, was mir sehr gut gefällt. Das Produkt selber ist sehr gut und ja, deswegen habe ich es mir auch nachgekauft. Eines Tages bin ich aufgewacht, einen Tag nach einem Gespräch, einem Austausch in der Kommentarfunktion unter meinem letzten XXL Beauty Haul. Und zwar, liebe Susanne, schöne Grüße an dich. Und zwar ging es um die neue Linie von L'Oreal. L'Oreal Age Perfect Radiant Foundation. Dann habe ich hier noch den Age Perfect Radiant Concealer. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Age Perfect Glow Tinted Cream, also eine getönte Tagescreme. Und ja, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Foundation, die nicht in meine Fältchen kriecht. Das heißt, ich habe jetzt keine ausgeprägten Fältchen, aber es sind
Trockenheitsfältchen. Das heißt, wenn ich mit meinem Make-up hier unter die Augen gehe, genau hier, dann setzt sich das sehr, sehr schnell in diese Trockenheitsfältchen ab und das sieht einfach unschön aus. Und als ich dann gehört habe, dass es eine spezielle Make-up-Linie geben wird, oder Foundation-Linie für Frauen, ältere Damen. Also ich bin jetzt mittlerweile 44. Trotzdem ist meine Haut eben anders als vor, ich weiß nicht, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Und von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und davon wird es auch eine Review geben. Und dann war ich so im DM und habe dann die neue Theke von Bitex. Nein. Nein. Boutique, genau, von Boutique entdeckt, und zwar von der YouTuberin Dagi B. Soweit ich weiß, hat sie wirklich sehr lange an der Planung gesessen und hat da ihr Herzblut reingesteckt. Ich schaue Dagi B eigentlich fast gar nicht, weil mich die Themen nicht so sehr interessieren mittlerweile. Aber ich habe wirklich gedacht, sie würde nur ein paar Produkte herausbringen, aber nein, da stand wirklich ein ganz großer Aufsteller. Und da waren Lipglosse waren dabei und was war noch dabei? Ja, halt die Paletten, Face-Paletten, Lidschattenpaletten, metallische Lippenstifte oder Lipglosse. Und was mich persönlich sehr angesprochen hat, ist diese Palette. Ich habe mir schon vorher so Reviews angeschaut von verschiedenen YouTubern und die ist jetzt nicht überall gut angekommen oder auch, ich habe mir auch die Kommentare unter ihrem Video angeschaut, die waren auch nicht durchweg positiv. Viele haben sich beschwert, dass diese Linie ziemlich billig aussieht, dass es aussieht wie Kinderschminke und so weiter. Ich finde nicht. Ich finde, dass diese Produkte ein sehr, sehr schönes Packaging haben in erster Linie. Das Packaging ist wirklich, finde ich, nicht billig. Es ist, also ich finde, dass sie wirklich sehr stabil sind, dass sie sehr gut in der Hand liegen, dass sie, ich denke mal, einiges aushalten werden. Und ich habe mir jetzt die Fieberpalette geholt. So. Es hat geklingelt. Oh! War da. Ein großes Paket für meinen Mann. Ein Geschenk für mich. Weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Ja, die Verpackung ist auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Was heißt sehr hochwertig? Aber für den im Vergleich zu anderen sehr gut, finde ich. Sehr handlich, sehr stabil. Und mich hat halt diese Fieberpalette angesprochen. Das ist eine Palette mit ganz, ganz tollen Farben, die man super, super gut miteinander kombinieren kann. Ich finde, damit kann man wirklich sehr, sehr schöne Looks mitschminken. Da sind Rottöne dabei, da sind Übergangstöne dabei, ein Schwarz, Brauntöne, da sind matte Töne dabei, was mir sehr gut gefällt. Und dann noch dazu diese, ich glaube, das ist ein Glitzer und ein Schimmerton. Ich möchte da jetzt nicht sofort reingehen. Ich will sie mir noch so ein bisschen erhalten. Werde damit trotzdem demnächst einen Look schminken. Und ja, die Palette musste mit, weil sie mir auf den ersten Blick wirklich sehr gut gefallen hat. Und dann stand ich bei den Lippenprodukten. Und zwar habe ich einen Lipgloss mitgenommen.
Und auch hier finde ich das Packaging sehr, sehr schön. Ich mache mal hier ein bisschen runter. So. Die kommen dann so in einem Schuber. Und ja, die hat mich so sehr angesprochen. Das ist ein Lipgloss. Und schaut euch mal die Farben an. Beziehungsweise die, diesen Effekt. Ist das nicht wunderschön? Und es gab auch einen Tester und ich habe den auf den Handrücken geswatcht. Und oh, die riechen so lecker. Die riechen süßlich, aber richtig, richtig schön. Das hier ist die Farbe Universe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Gefühl auf den Lippen ist. Ob die kleben, weil ich mag es nicht, wenn Lipglosse pappig sind auf dem Mund, auf den Lippen oder wenn die kleben. Darüber gibt es dann auch eine Review. So, dann, das war's auch schon mit meinem Haul. Aber ich habe hier noch was. Und zwar war meine Schwester in Thailand vor 3 Wochen. Und die hat mir richtig tolle Bilder geschickt. Immer zwischendurch. Sie haben eine Rundreise gemacht, quasi auf eigene Faust. Und sie hat mir halt da ein paar schöne Sachen mitgebracht. Und zwar Gesichtsmasken. aus Thailand. Und zwar habe ich hier eine Gesichtsmaske, die nennt sich Perfect Poreless 5x intensive Maske, made in Korea und von der Firma Ryu Kiss. Also die Firma gibt es hier nicht, kommt aus Korea, wird in Thailand verkauft. Da bin ich gespannt, weil ich finde koreanische Masken, wenn sie denn tierversuchsfrei sind, sehr, sehr gut. Da habe ich, glaube ich, auch von den, ja, glaube ich, weiß ich, von den Misha-Masken eine Review gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Die fand ich richtig, richtig gut. Und dann habe ich hier eine thailändische Maske. Und zwar ist das eine Remove Blackhead Maske. Also eine Peel-Off-Maske, die dann halt die Mitesser herausziehen soll. Ich habe jetzt keine großartigen Mitesser mittlerweile. Und bin gespannt, wie die so ist. Genau, und als drittes hat sie mir dann auch eine koreanische Maske mitgebracht. Die habe ich hier auch noch nicht entdeckt. Und zwar ist das eine Schneckenschleimmaske. Es ist so, dass die Schnecken... dass die Schnecken jetzt nicht hochgehoben werden, meinen Schleim abkratzt. Das war meine Vorstellung. Nein, sondern es ist so, dass die Schnecken einfach ihr Leben leben und die Schleimspur, die sie dann hinterlassen, wird dann irgendwie abgekratzt. So wie ich das verstanden habe. Es gibt Schneckenfarmen, glaube ich. Muss ja schon, aber ich meine, Schnecken leben ihr Leben, die brauchen nicht viel Auslauf, denke ich. Also ich habe immer bei solchen Sachen im Hintergedanken, Tierquälerei und so weiter, aber ich glaube, ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen. Auf jeden Fall hat sie mir das mitgebracht und ich guck mal. Das war mein kleiner Beauty Haul. Hier noch wieder ein kleiner Hinweis. Der YouTuber, Beauty YouTuber Adventskalender 2018 läuft noch bis zum 24. Alle Kolleginnen, die werde ich unten in der Infobox verlinken. Schaut da mal rein. Ich habe das Türchen am 13. geöffnet. Und somit beende ich dieses Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.